Ja! Als ob der mit dem Messer in dem kleinen Dings umrührt. Ja, genau! Freunde, herzlich willkommen zurück auf Plus Metal World. Infected Rain hat wieder einen neuen Song heraus. Und da dachte ich mir so, Alter, ich habe schon zahlreiche Infected Rain Reactions gemacht. Da macht man einfach nur einen. Es ist ja wurscht. Wir schauen rein in den neuen Song Vivarium, oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Schaut so aus. Ich denke mal, bei Infected Rain kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Deswegen gehen wir da einfach mal direkt rein und schauen, was da so passiert ist bei Napalm Records. Oh, das schaut nach einer Leiche aus. Alter, das ist genau der gleiche Sessel, den ich auch habe, oder? 100 Pro. Oh, doch nicht. Ja, wir kennen Oakland. What? What? Wie? Wie? Ey, ist das eine Zündung vom Ofen oder haben die da ein Kabel hingelegt? Das schauen wir uns jetzt mal in einer äußerst nervigen Slow-Motion-Aufnahme an. Bam! Das ist für mich unlogisch. Ich glaube, die Knöpfe sind ja gerade. Also, da werden die irgendwas hingelegt haben, damit das funktioniert, schätze ich. Aber cool, richtig cooler Effekt. Ich habe das Gefühl, Infected Rain entwickelt da so ein bisschen einen neuen Stil. So in dem ruhigen, langsamen Dings so, weil das ist auch schon wieder so langsam. Also die Gitarren, was der so. Und früher war eben so richtig schnell. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Schauen wir, was der Song so bringt. Vielleicht ballert sie eh komplett gestört jetzt eine. Ja, es reißt schon wieder. Okay. Was injiziert der da? Was passiert da? Ist es so, Körperteile verkaufen oder so irgendwas? Oder Menschenhandel so? Keine Ahnung. Was ist das? Oh, der Synthesizer, Traum. Als ob der mit dem Messer in dem kleinen Dings umrührt. Ja, genau. Genau. Der Chef. Okay. Ah, das ist ja eine richtige coole Aufnahme hier, wenn du das denkst. Da mit dem Fokus auf hier und auch das vorher, richtig schön. Richtig gut gemacht. Zack, was injiziert der da? Dann schledert der das dann alles an. Ja, genau.
Gott. Hä? Die Leiche hat sich gerade bewegt. Okay, okay. Es bleibt spannend, oder? Was tut er mit dem Messer? Aufschneiden. Ah, stopp einmal. Das ist doch der Dings, der Bassist von Shake the Drain, oder? Sicher, da die Dreadlocks kommen schon hervor. Okay, okay. Und der lebt jetzt. Der lebt jetzt. Er ist die. Hä? Der wiederbelebt die Band, oder was? Okay. Und die Lena ist da. Und jetzt hakt es ab. Check, check. Alle vier sind wieder am Leben. Ein Traum. Dann können es nämlich nur mehr Musik machen. Und das ist ganz wichtig für uns. was hat denn das jetzt für eine weirde Aussage von mir? Okay. Auf jeden Fall. Der ruhige Stil, der langsame Stil von Infected Rain. Ich weiß nicht, ich werde mir das jetzt mal richtig laut drüben an der Bar anhören am Abend und dann werde ich ein Fazit ziehen. Ich werde euch da in den Kommentaren unten, wo ihr gerne eure Meinung reinschreiben könnt, ein Update geben, angepinnter Kommentar. Ich glaube, richtig laut könnte es richtig gut sein. Ich bin eben unsicher, ob es live so richtig zündet, weil live, da ist ja doch hier, also so ein Moshpit wird bei dem Song nicht möglich sein, das passiert ja nichts. Es passiert schon was, aber so vom Härtegrad, was der so vom Schub. Kommt da noch was eigentlich? Ah, er hakt wirklich so, oder er schreibt irgendwas. Hm, 24 Minuten. Aber cool. Und vor allem die Clear Vocals in Kombination mit dem Synthesizer. Absoluter Traum, absoluter Volltraum. Eure Meinung natürlich gern rein. Wie steht ihr dazu? Wie findet ihr den langsamen Stil von Infected Rain? Lasst auch gern ein Abo da, um keine neuen Metal-Videos zu verpassen. Hier gibt es jetzt mittlerweile, ich glaube, wieder mehrmals, zweimal in der Woche ein Video. Einmal Reaction und einmal ein gutes Video. Ja? Einmal so ein Recherche-Video. Genau. Oder ein Festivalbericht oder sowas. Lasst gern ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, hätte ich gesagt. Bis dahin.